So, Sportfreunde, Computerfreaks. Der Christian wird heute mal versuchen, ein HP-Notebook auseinanderzunehmen. Und zwar ein HP Pavilion G6-2303SG. Also ein relativ spezielles, wo es aber das ein oder andere Problem beim Auseinandernehmen gibt. Und deswegen wird Christian jetzt mal ganz kurz das Ganze versuchen zu öffnen. Ja. Also das heißt, wir haben also in der Mitte erstmal diese eine Schraube oder nehmen den Akku erstmal raus. Genau, dann da müssen wir einfach nur einhaken, das ist noch relativ einfach. Dann haben wir das und dann kommt als nächstes die Schraube in der Mitte. Und dann, und das ist ja noch relativ einfach, dann haben wir auch schon Zugriff auf den Arbeitsspeicher. Das muss alles nur ein bisschen ausgeklippt werden. In der Regel klappt das recht gut. Das hört sich manchmal ein bisschen schlimmer an, ist es aber nicht. Da muss man auch manchmal ein kleines bisschen rabiat sein. So, dann haben wir hier den Arbeitsspeicher und wir haben die Festplatte und dann können wir die beiden also anstandslos rausnehmen. Jetzt geht es darum, als nächstes den Arbeitsspeicher, genau, da sind die, das wird einfach rausgeklippt und die Festplatte wird auch, glaube ich, einfach nur rausgeschoben und dann muss im Prinzip die Verbindung getrennt werden zwischen Strom und Datenzufuhr und dann haben wir das auch erledigt. Und dann wird es darum gehen, zum Beispiel das Laufwerk auszubauen, das DVD-Laufwerk. Das ist hier auf der rechten Seite. Von der Sache her, eigentlich scheint es einfach zu sein. Wir haben dort eine Schraube, die muss gelöst werden. Jawohl. Leider ist es dann nicht ganz so einfach, sondern ich habe noch so eine Klammer, die dort gelöst werden muss. Genau. Und dann muss ich ein bisschen Druck ausüben, nach oben. Genau, das muss auch nach oben gedrückt werden. So, und dann kann ich das Laufwerk rausnehmen. Ja, also ohne diesen Druck nach oben löst sich offensichtlich das Laufwerk nicht so einfach. So, dann nehmen wir das WLAN-Modul raus. Auch das ist relativ einfach. Zwei Schrauben. Nein, eine glaube ich sogar bloß. Und dann kann ich das entfernen. So ein Antennenkabel raus, fertig ist. So, dann geht es an die Tastatur. Normalerweise muss ich das eigentlich immer nur rausklippen. Ich habe also oben oder unten meistens irgendwelche Klammern auf der oberen oder aber auf der unteren Seite. Das ist in diesem Falle nicht ausreichend, sondern dass die Tastatur wird auch noch von unten festgehalten durch eine Schraube. Und diese Schraube ist dort. Genau, da müssen wir also einmal rein, aufschrauben. Macht sich da immer ein magnetischer Schraubenzieher ganz gut. So, jetzt ist ja Christian wieder da. Das Spannende jetzt beim Tastatur entfernen ist, wie schon gesagt, da gibt es jetzt oben keine Aussparung, dass ich die raushebeln könnte von oben. Ich muss wirklich in diesem kleinen Löchlein, und zwar hier, wo diese Tastaturbefestigungsschraube sitzt, mit einem spitzen Gegenstand, ich habe in diesem Fall mal eine Büroklammer genommen, reindrücken. Und durchdrücken. Und dann sieht man auch, dann lockert sich die Tastatur von ganz alleine. Natürlich muss ich beim Raushebeln aufpassen, dass ich das Flachbandkabel nicht wegdrücke oder wegreiße. Tastaturen sind auch nicht so preiswert. Ja, und dann brauche ich bloß einmal den Clipser nach oben schieben, das Flachbandkabel vorsichtig entfernen und habe die Tastatur. Gut. Das war's, meine Freunde. Gut, Christian, das alles? Das wäre erstmal alles, was ich zu sagen habe. In diesem Sinne. Gut, also dann, genau, frohes Schaffen und denkt dran, wenn ihr irgendwie Probleme habt und im Raum Schwerin wohnt, die Nummer 0385 30 518 318 wählen und dann wird euch geholfen. Danke, tschüss.